Minecraft, willkommen zurück bei Sky Factory. Wie letzte Folge angesprochen, gehen wir heute in den Nether. Da waren wir noch nicht. Wir brauchen eigentlich bloß ein paar Nether Bricks. Und zwar lediglich zwei. Hat er jetzt? Hat er jetzt gerade einer einen Magma-Ball geschossen? Ich habe keine Ahnung, wie weit die anderen hier schon ausgebaut haben. Warum habe ich hier jetzt? Okay. Ich muss einfach dem, was die anderen hier gemacht haben, vertrauen. Das heißt, wenn hier ein Elevator ist, dass ich dem Elevator vertraue. Ich habe schon ein bisschen Angst. Ich brauche nur zwei so nette Bricks. Mehr will ich gar nicht. Ich gehe schon wieder. Lasst mich nur bloß alle in Ruhe. Ha, das war ja easy. Easy. Dachte, es wird schwerer. Schwerer. Aber ist ja gut gegangen. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Dass es so einfach wird, habe ich wirklich nicht gedacht. So, und jetzt sind wir mal faul. Wir fahren hier. Und guck mal, ich stehe nicht überall dran. Hallo. Hier stehe ich nicht. Das ist komisch. Hier stehe ich wieder rum drin. Und tschüss. Ist schon ein bisschen praktisch, dass man hier einfach durch die Gegend fahren kann. Weil, ja. Da kann man einfach mal kurz entspannen und plopp sind wir da. So, was haben wir jetzt? Nether Bricks haben wir geholt. Wir holen uns da auch noch mal ein bisschen Getreide. Und Futter. Wenn wir schon da sind, nehmen wir auch ein bisschen Futter mit. So, beschäftigt euch mal miteinander. Gut, Nether Bricks haben wir und dann ist der Magma Crucible schon fertig. Resonant brauchen wir den, der geht wahrscheinlich genauso. Das habe ich mir schon gedacht. Elektrumgear natürlich in der richtigen Anordnung. Und Glass. Nein. Warum nicht? Ach, Ingwer. Ich Ochse. Ingwer brauchen wir natürlich. So, also kommt hier unser Magma Crucible hin. Der ist nach links zu, nach rechts offen Output. So, der hier, Moment, der kann eigentlich. Hallo? Würdest du mal kurz aktiv werden? Danke. Oben kann man eigentlich auch zumachen. Bei dem müssen wir jetzt mal kurz gucken. So, und der kriegt jetzt von der linken Seite, kriegt er sein Zeug. Ne, warte. Muss dann blau sein.
Ich habe keine Ahnung. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. So, wir hauen hier mal einen Redstone rein. Das landet jetzt hoffentlich hier. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir denn für dieses Charge Plate? Fertig, fertig. Ach so, wir haben das Jetpack gar nicht dabei. Jetzt ist natürlich die Frage. Oh oh. Was sollte man eine Wrench benutzen? Wenn das so lange zum Abbauen braucht, ist natürlich die Frage, wie sich das genau verhält mit dem Aufladen. Und davon haben wir nur noch ein Kabel. Ja klar, einfach mal an die Wand gepappt. Und runtergefallen. War auch logisch. Musste so kommen. Redstone-Signal. Davon stand aber vorher nichts da. Dann warum halt mal noch ein Multimeter? Multimeter. Plastik. Plastik, Plastik. Haben wir noch Plastik? Hier können wir machen. Ein Elektrum-Nugget. Muss ich ein Elektrum für den Fokus hier aufwenden? Kupfer. Der ist da. Und Red. Na, Moment, warte mal. Das ist ein anderer. Der geht nämlich nach links. Dann brauchen wir Elektrum. Oh, ein Elektrum nochmal bitte. Danke. So. Pflanzen wir mal hier rein. Ich hoffe, dass wir nicht wieder an Saplings sterben. Weil das hatte ich vorhin schon mal. Dass ich gekommen bin und alle Saplings von Kupfer, von Dings da waren irgendwie weg. Oh, Herobrine. Ja, schön für dich. Also alle Saplings vom Rubber Tree waren weg. Das war ein bisschen doof, weil dann hatte ich Glück, dass ich vorne in der einen Kiste noch welche hatte. Hallo. Müssen wir noch mal durchjagen.
so lange dauert es, bis wir uns endlich mal ein Jetpack gebaut haben. Machen wir jetzt auch mal da rein und dann machen wir das mal so. Dann lassen wir die Kiste hier einfach so den ausmachen. Oh, einmal brauchen wir noch. Kommst du? Ja. Gut, Raw Plastic. Multimeter. So, und ich dachte jetzt eigentlich, ich könnte das hier so dran machen. Plate. Okay, was macht Distance? Strange. Aber wie kriegt dieses Teil seinen Strom? Kann mir das einer verraten? Es steht nur Redstone Plate. Ich habe da noch einiges vergessen. Jetzt verstehe ich, weshalb das nicht funktioniert. Oh, verdammte Axt, ey. Ah, wie immer. Baust du nur die Hälfte? Mann. 2 von den Elektronen. Okay. Nee, 3 von denen brauchen wir, oder? 2. So, nee, unten. Ein Diamant oben. Die Plate hier und Elektron in den Ecken. Ach, guck mal da. Es sieht, glaube ich, schon besser aus. Und das hat jetzt aber noch keinen Strom. Deshalb legt man das mal hier drauf. Und es kriegt Strom. Boah, das ist aber lahm. Wenn ich das nicht fokussiere, dann lädt er auch nicht. Okay. Dann bin ich gerade mal im Überlegen, wie wir das hinkriegen, dass es ein bisschen schneller wird. Das jetzt funktioniert. Ups. Ich wollte mal wissen, ob das auch lädt, wenn das. Guck mal, wenn das drauf liegt, dann lädt es schon. Das finde ich wiederum geil. So, gleich sind wir soweit. Wir laden das Jetpack jetzt kurz. Dann legen wir es an. Warte mal. Jetpack. Das kann man ja irgendwo auch. Wie in Forst. Eigentlich könnten wir jetzt sogar das hier bauen. Und dann das hier. Und das soll wieder kleiner. Aber die Flugsrüstung wäre ja vielleicht noch ganz interessant.
Diamant mit Redstone. Was brauchen wir noch? Pyrothium Dust. Und das können wir auch herstellen. Und wie kriegt man das hier? Pyrothium, Elektrum, Redstone. Das ist eigentlich alles möglich. So, Jetpack ist voll. Ne, Helm lassen wir mal noch auf. Und tschüss. Ja, immer aufpassen. Na, Hover Mode active. Sehr schön. Wir können fliegen. Endlich, endlich können wir auch fliegen. Warum kriege ich keinen Schaden? Ich meine, das ist ja gut so, aber ich war kurz irritiert. So, und das hier müssen wir nämlich noch umlackieren. Hier haben wir auch. Hier auch. Da nicht. Wie schaut es auf der anderen Seite aus? Hier auch nicht. Aber wir können fliegen. Wie geil ist das denn? Nach nur 40 Folgen ungefähr können wir jetzt fliegen. Und das Jetpack, ja, wobei, das ist jetzt noch nicht so gut. Also eine Stufe sollten wir noch machen. Ah, dann müssen wir uns dann andere Charge-Möglichkeit überlegen. Wow. Charge receive 2000 und senden kann es auch 2000. Das könnten wir uns machen, das ist nicht so teuer. Der Resonant ist Resonant ist natürlich um einiges teurer. Jetzt für den Anfang finde ich das ja auch noch ganz okay. Aber ich denke, wir müssen uns dann das hier bauen. Jetzt überlege ich gerade mal. Das bauen wir uns die nächste Folge. Wir müssen sowieso hier noch viel mehr Energie uns beschaffen. Deshalb müssen wir uns hier auch mal wieder um die Solarzellen kümmern in der nächsten Folge. Glas, Aluminium. Können wir auch diese Folge noch schnell mal machen. 1, 2, 3. Ein paar kriegt man dann noch hin. So. So. Holz brauchen wir auch noch. Ich glaube, am Holz ist es letztes Mal wieder gehangen, dass wir keine weiteren Solarzellen gemacht haben. Sehr gut. Haben wir noch ein bisschen Lapis, Redstone. Und da haben wir auch noch mal zwei. Und brauchen wir aber noch von diesen Teilen. Frame Basic. Bitte. Haben wir keinen mehr? Doch, warte mal. Hier.
Einen kriegen wir doch noch hin. Und dadurch noch zwei weitere Salatzellen. Ja, wir müssen uns irgendwo überlegen, wo wir da so einen kleinen Solarpark hinbauen. Weil das hier ist im Moment zwar gut und schön, aber noch nicht so wirklich. Effektiv. Ja, warte mal. Was passiert denn hier gerade? 6. Hier füllt sich. Also ich verstehe gerade nur Bahnhof. Hier wird weniger, das ist klar. Aber warum füllt sich die hier? Haben die sich jetzt umverteilt? Scheint so. Ist mir aber jetzt erstmal wurscht. Wir setzen jetzt da hinten noch eine Solarzelle drauf. So. Und dann haben wir es erstmal auch wieder für diese Folge. Sky Factory, wir können fliegen. Der größte Fortschritt, den wir jemals in Sky Factory erzielt haben. Ist sehr cool. Ich bedanke mich wie immer bei allen Zuschauern, die mir folgen, die mir mich motivieren, mir zuschauen. Und wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen bei Sky Factory. Bis dahin, vielen Dank. Ciao.